Willkommen, liebe Freunde. Es geht weiter mit Tainted Grail. Und ja, leider ist es noch Nacht hier. Also müsst ihr euch damit zufrieden geben, dass es ein bisschen dunkler ist. Ich befinde mich jetzt hier an der Brücke. Und ich denke mal, das sind auch Banditen. Ich glaube, hier sind überall nur Banditen. Außer halt auf der Burg, dort wo ich hin muss. Wo die Hauptmission ist. Aber wir gucken mal. Kondition habe ich leider nicht so viel. Das ist das Problem. Also ich werde jetzt mal gucken, dass ich mal Ausdauer. Ich habe nämlich gemerkt, dass mit dem Schwert hier meine Ausdauer echt miserabel ist. Zwei, drei Schwinge und ich habe keine Kondition mehr. So. Ich weiß halt nicht, ob hier auch so ein Banditenboss ist, der was auf dem Kasten hat. Ich könnte natürlich auch ja, ich könnte auch vielleicht meinen Bogen nehmen, weil es sind alles schwächere Gegner, denke ich mal. Bis auf halt den Boss. Komm, ich nehme mal. Ich nehme mal den Bogen. So, dann werde ich mal hier schön gemütlich alle. Der war natürlich dabei, aber. Oh! Gegen den Stein. Also der ist schon besser gepanzert, sehe ich hier. Der hat schon eine richtig stabile Rüstung an hier. Eisenhelm. Oh Mann, da komme ich nicht weit mit meinem Bogen. Außer ich habe natürlich bessere Pfeile. Aber eine Eisenrüstung, also das ist eine schwere Rüstung. Die könnte ich mal verwenden hier. Habe ich noch andere Pfeile? Zeig mal her. Holzpfeil, da komme ich nicht weit mit den Dingern. Ich werde dann wahrscheinlich doch mit dem Witwenmacher da weiterkämpfen. Kaputter Pfeil, ja, das bringt mir auch nichts. Angelrute. Angelrute? Wo habe ich die Angelrute her? Was soll ich mit der Angelrute, ey? Ja, die werde ich schon verkaufen. So, okay. Ich würde mal sagen, ich wag mich mal etwas näher dran. Ja, das Problem, genau. Alter, was ist das? Alter, ich muss hier weg. Alter Schwede. Tot. Müssen wir das Ganze nochmal machen. Scheiße. Da muss ich mir echt was einfallen lassen, Alter. Das Problem ist, wenn die alle auf einmal auf mich zukommen. Und man hat gesehen, der Witwenmacher da, dieses Schwert, verbraucht so viel Ausdauer. Tja, was mache ich denn hier? Kann ich hier irgendwo mich verstecken oder so hochgehen? Ich glaube nicht. Nein. Scheiße. Ja, ungern, Leute. Ich meine, ich könnte einen vielleicht nochmal hier. Nochmal. Wenn er stehen bleiben würde, der Sack. Oh, getroffen. Sehr gut. Na, komm. Oh, ich muss weg hier. Ich muss weg hier, sonst bin ich tot. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. So. Okay. Naja, einen haben wir schon mal. Und das war nicht der in der gepanzerten Rüstung. Der hatte eine normale Lederrüstung an, der Sack. Andere Maske. Aha. Lederne Panzerhandschuhe. Ist halt eine leichte Rüstung, ne?
So. Ich werde es mal so probieren. Da steht, glaube ich, der nächste. Ah, du Sau, Alter. Fuck. Boah, das hat gut geklappt. So, jetzt gibt es nur noch einen. Eingeweide des ersten. Aha. Kaputte Fallen nehme ich halt mal mit. Vielleicht kann ich die reparieren lassen oder verkaufen. Oh, da ist ja noch einer. Oh, oh, das ist der Gepanzerte. Da muss ich aufpassen. Da werde ich mal wegrennen hier. Ist das der Boss oder was? Wein, Münze, kaputter Pfeil. Abgenutzter Schlachthammer. Ja, brauche ich nicht. So. Wurfmesser nehmen wir auch mal mit. So. Ich glaube, da ganz hinten ist noch einer. Das könnte der Boss sein. Der Boss. Oh, vorbei. Null Pfeile? Oh ne, verarsch mich nicht, Alter. Wer schießt denn da auf mich, Alter? Irgendjemand schießt auf mich. Irgendein Arsch. Aber ich hab den mit einem Hieb weggehackt. Gehackt. So. Ja, mal kurz Salztrank. Wer hat da auf mich geschossen? Das ist die Frage. Komm, ich speichere mal ab. Das lief jetzt so gut. So. Werde ich sofort ausrüsten, das Zeugs. Wie viel Gewicht habe ich, wie viel trage ich denn bei mir schon? 73 von, ja toll, jetzt ist die Aufnahme, der Aufnahmebutton ist jetzt hier über dem Ding drüber. Ich nehme an, das sind 100, ich kann es nicht genau lesen. So. Oder steht da oben noch, ah, da steht noch einer, okay. Alter! Boah! Okay, da steht schon der nächste. Dem seine Pfeile hätte ich jetzt gebraucht. Ich gehe erstmal gucken, ob da oben ein Schatz ist oder so. Ja, da ist ein Schatz. Ein Schmatzschatz. So. Nee, dann mache ich so. Münze, blutige Fee und Dietrich. Eins, zwei, das sind mindestens noch zwei. Okay. Nicht die Nerven verlieren. Achso, die sprechen miteinander. Oh, da kommt da jemand. Da ist noch einer. Scheiße. Oh oh. Kommt da einer hoch oder? Nee, gut. Da ist noch ein Bogenschütze. Der hatte keine Panzerung an. Ja, kaputte Pfeile, die werden wahrscheinlich keinen Schaden anrichten. Oder nur wenig. Kaputtes Claymore. Ah, das verkaufe ich, Alter. 136 Goldmünze gibt es. Spiel gespeichert. Wo ist der Bogenschütze? Da unten läuft er, oder was? Da werde ich mal schnell runtergehen. This is gonna hurt. Alter, das ist ein Boss, Alter. Was hat denn der für eine Waffe, Alter? Komm, gib mir Ausdauer, Junge, Ausdauer. Nein, die Waffe. Alter. Die Waffe samt
samt Boss einfach runtergefallen. Ja. Hier, irgendwo. Irgendwo wird sie liegen. Na toll, da ist ein Bogenschütze. Aufpassen. Alter. Der trifft aber ganz schön weit. Den kommen wir nicht lieber weg, ey. Bin so blöd. So, ich muss da runter. Oh. Alter, diese Ausdauer. Miserabel. So. Ich werde erstmal runtergehen. Ich will gucken, was der Typ bei sich getragen hat oder was er bei sich hat. Oder trägt. Ich meine, der hat das Zeug ja immer noch dabei. Hier sind noch mehr Wölfe. Oh, drei Stück. Noch einer. Alter, vier Stück. Okay. So, wo ist dieser Putzi, Alter? Ich will jetzt meine Sachen haben. Der Kampf war hier. Der müsste also hier irgendwo liegen. Da ist er ja schon. Knochenknüppel, Alter. Geil. Was ist das für ein Ding? Nach dem Töten eines was? Nach dem Töten ein... Was? Nach dem Töten eines Gegners kosten Angriff 5 Sekunden lang 50% weniger Ausdauer. Aber wie viel Ausdauer brauche ich mit dem? Der ist sogar noch schwerer als das Claymore. Das heißt, mit dem Ding brauche ich wahrscheinlich noch mehr Ausdauer. Boah. Das ist nicht so toll. Habe ich Punkte dazu bekommen? Ja, einer. Komm, Ausdauer. Da ich eine schwere Waffe bei mir habe, muss ich alles auf die Ausdauer setzen. Oh, erstmal. So, ich gehe jetzt erstmal da hoch. Ich muss da oben die restlichen auch noch killen. Vielleicht sind noch ein paar gute Schätze da oben. Aber ich muss halt schauen, ne? Wenn es zwei Bogenschützen sind und dann noch starke Panzer hat, wie ich jetzt am besten anstelle jetzt. So, ich werde jetzt erstmal abspeichern wieder. Immer abspeichern. Sollte man immer machen, aber ich denke auch nicht immer dran. Mir ist schon oft passiert, dass ich eine Folge aufgenommen habe, dann eine halbe Stunde gespielt, ohne abzuspeichern, bin dann gestorben. Toll. Was tun dann? Muss man ja nochmal spielen. Aber die Aufnahme zieht sich dann wie Kaugummi. Deswegen, also um das zu vermeiden, sollte man immer schnell abspeichern. Am besten bei jedem Gegner abspeichern. Oder nach jedem Gegner. So. Käse. Also der Boss muss schon tot sein. Ich hoffe es natürlich, dass es der Boss war. Hier ist auf jeden Fall noch einer. Wo ist der andere? Da steht er. Ich könnte natürlich dahin rennen jetzt. Dann fliegt er wahrscheinlich da runter, aber scheißegal jetzt. Oh, scheiße, Alter. Boah, Alter. Jetzt stell dich mal vor, der hätte noch gelebt. Oh. Verstecken. Oh. Alter, jetzt hat das Ding ganz schön Power. Aber meine Kondition ist immer noch für den Arsch. Gladius. Auch nicht schlecht, Gladius. Gladius. Schon wieder einen Punkt bekommen, Alter. Geil. Ja, das ist ja gut, Alter. So. Gladius hat nicht so viel Schaden, aber ja, verbraucht nicht so viel Ausdauer. Aber auch schon viel. Das kann doch nicht sein, Alter. Ah, dann nehme ich lieber das hier. Das kann doch nicht sein, Alter. Warum? Warum verbrauchen selbst die mittleren Waffen so viel? So, hier haben sie irgendwelche Leute umgebracht.
Oh, perfekt. Was? Wettstein, Leder... Ne, Lederhaube brauchen wir nicht kommen, Alter. Alles unnötiger wegschmeißen. So. Grütze, Seidenpflanze, Angelrute schon wieder. Jetzt weiß ich auch, wo ich meine Angelrute her habe. Wahrscheinlich war die in irgendeiner Kiste. So. Krabbe. Ja, das reicht vielleicht für was zum Essen zu machen. Oder vielleicht irgendwelche Zaubertränke zu machen. Wurzelpetersilie und Ei. Okay. Hirschfell. Oh, Felle verkaufen sich auch gut. In jedem Spiel. So, okay. Das war's, ne? Also. Oh, da unten ist ein Gegner wieder. Naja, das ist ein Tier. Das war's jetzt mit dem Plündern hier. Da oben war ich hier schon. Also. Soll ich den Soldaten unten nochmal abchecken? Ja, komm, mache ich nochmal. Ich kann aber rennen, ohne dass mir Ausdauer abgezogen wird. Das finde ich gut bei dem Spiel. Oh Scheiße, wo kommen denn die Zombies her? Waren die vorher schon da? Lauter Untote, Alter. Und neue Wölfe. Theoretischerweise müssen die beiden gegeneinander kämpfen. Also Wolf und Zombie. So, diesmal werde ich ein bisschen Tier zuschlagen. Hundefleisch, bla bla bla. Bla bla bla. So. Dann werde ich mal die Untoten noch platt machen. Vielleicht gibt es da unten auch einen Schatz. Sag ich doch, da ist doch was. Oh, das ist eine Leiche, ist das. Tollkirschkohle. Erhöht den Schaden von... Was? Von was? Schleichangriffen oder was? Plötzlich kommt sie alle auf einmal. Eine Höhle gibt es hier nicht. Das wäre schön gewesen. Die Höhle mit irgendeinem Schatz. So. Platt seid ihr. Da oben steht, ist glaube ich noch einer. Ah, da ist er ja. Und da oben ist noch einer. Der schläft. Wahrscheinlich. Ah, naja, da wird wahrscheinlich keiner irgendwie was Besonderes dabei haben. Von den Untoten hier. Naja, verschlissen, verschlissen, verschlissen. Alles verschlissen. Okay. Der auch. Den Blutklumpen will ich nicht unbedingt aufheben. Hallihallo, aufwachen. Ausgedöst. Oh, was ist das hier? Eine verschüttete Höhle. Da komme ich leider nicht rein. Könnte eine alte Mine sein. So, jetzt nochmal zu dem Soldat. Dass ich das nicht vergesse. Der müsste irgendwo noch liegen. Wahrscheinlich da vorne irgendwo. So ungefähr in der Mitte. Oh. Da haben wir auch noch was hier. Warte mal, ich muss jetzt mal gucken. Wo war ich denn jetzt überhaupt? Der Soldat müsste... Ist er das? Ja. So, was ist das da unten? Sind da noch mehr Banditen? Wer ist denn das hier? Der sieht nicht aus wie ein normaler Bandit. Aha. Den habe ich aber nicht gekillt. Mal gucken, ob der bewacht wird oder so. Vielleicht hat er noch irgendwelche Wachen da rumstehen. Oh, was haben wir denn hier für schöne Pflänzchen? Narzissen.
Aber er wird als rot angezeigt oben. Das heißt also, dass der könnte vielleicht doch mir feindlich gesinnt sein. Okay, ich werde jetzt einfach mal hingehen. Es müsste die Option geben, sich trotzdem annähern zu können, ohne dass man angegriffen wird. Oh, tatsächlich, Alter. Was? Entehrter Adliger. Ja, toll. Nekromant oder was? Du Depp. Stab von Otala. Na ja, gut. Vielleicht war das der Boss. Keine Ahnung, wenn es ein Adliger war. Die schöne Liliana im Verlies der Perversion. Perversion? Das ist jetzt schon wie eine Erotikgeschichte, Alter. Das Geräusch von Schlägen schallt durch die unterirdische Kammer. Die Seile, die sich straff über Lilianas Po spannten, hinterließen dunkelrote Male auf ihrer alabasterweißen Haut. Jeder Schlag war begleitet von einem Stöhnen des Schmerzes und der Ekstase. Das ist voll wieder wie ein Sadomaso-Roman. Eigentlich lese ich sowas nicht vor, aber ich lese das jetzt einfach mal vor, weil ich neugierig bin. Liliana konnte ihren Peiniger nicht sehen. Ihr Kopf und ihre Gliedmaßen waren in einem hüfthohen, schweren Holzstock fixiert. Ihr nackter Körper schimmerte im Licht der Fackeln, deren Flammen auf ihrem vorn übergebeugten Rücken und ihren weit gespreizten Beinen tanzten. Der Mann legte seine Peitsche beiseite. Er trug nur einen Lederschurz, eine Ledermaske und einen Harnisch, der seinen breiten Rücken und muskulösen Torso umschloss. Er holte sein violett pulsierendes Gemächt hervor und presste es gegen die weiche Mulde zwischen Lilianas Schenkeln. Er stieß hart und heftig zu. Ein Schrei entwichte den Lippen der gefesselten Frau. Gott, das ist ja voll die Pornogeschichte, Alter. Die Pornogeschichte ist das hier. Ein bisschen Erotik in dem Spiel. Okay, interessant. So, viel herstellen. Wir jetzt erstmal gucken, was wir hier überhaupt haben. Rezepte. Gesundheitstränke wären nicht schlecht. Komm, ich stelle mal viele her. So, was haben wir denn noch hier? Mana-Trank, letzter Atem. Gewährt für eine gewisse Zeit Hast. Erhöht das Bewegungstempo. Für wegzurennen wäre das gar nicht so schlecht. Löst für eine bestimmte Zeit den Effekt Rage aus. Erhöht die Chance, einen kritischen Treffer zu landen. Ist auch nicht schlecht. Ich glaube, für viele Gegner ist das nicht schlecht hier. So, und ich glaube, Mana, ja gut, ich zauber nicht gerne. Also hier kann man zwar auch zaubern, aber ich bin nicht so der Zauberfan. War ich schon bei Skyrim nicht so ein Magier oder so. Das habe ich nicht gern gemacht. Okay, hier ist ein kleiner Garten. Könnten wir mal alles hier stibitzen, weil der ist eh tot. So, das war's. Ne? Ja, gut. Okay, Leute, ich werde jetzt in Richtung Hauptmission gehen, damit wir das halt mal machen. Das müsste da vorne die ganz große Burg sein mit dem Leuchtturm da oben. Oh, ich habe irgendwas gehört. Das müsste das komische... Was ist das, Alter? Gibt's hier Schlangen oder was? Ich höre doch hier was. Da oben steht zwar ein Wolf, aber... Ach komm, noch mehr Wölfe. Ich bin gleich tot, Alter. Gib mir doch Kondition, Alter. Alter, du Depp. So eine Scheiße, Alter. Ich kann nicht zuschlagen. Alter, willst du mich verarschen? Ich muss stehen bleiben und dann... Jetzt reicht mir's aber. Was ist denn das für eine Scheiße? Du verkackter Wolf, du blöder Alter.
oder Hund. Alter, fuck you, Alter. Was ist so ein Scheiß, Alter? Das zieht mir voll die Kondition ab, wenn die mich treffen, ey. So scheiße. Da hat irgendwas gestöhnt, ich hab's gehört. Oder gehört das zur Musik? Da steht doch auch einer, oder? Oh, da unten sind noch mehr Banditen, Leute. Aber, irgendwie, zeig mal her. Keine Punkte, okay. Wer ist denn das? Oh, oh. Ich gehe mal da runter. Mal gucken, was die da machen. Wer ist das? Hello there. Ein Händler, oder was? And please, be on your way. Even though I'm sure you're fascinating, we're not really in the mood to spend time with any new companions right now. Aha, der hat gar kein Interesse. Okay, dann halt nicht. Aber es sieht aus wie ein Händler. Was sind das da für Kreaturen? Komm, ich nehme den Bogen, Alter. Das ist mir jetzt zu blöd. Wie viele Pfeile habe ich denn mittlerweile? Holzpfeile 30 Stück. Ja, okay. Das dürfte okay sein. Ah, die halten zum Glück nicht so viel aus. Ja, easy. So, das waren aber drei, glaube ich, oder? Oder waren das zwei? Monsterhirn. Seltsamer C. Hammer des Grindilo. Aha. Holzpuppe. Okay. Den Hammer will ich nicht nehmen, weil der... Ah, das ist ein Hirsch. Der sieht mir zu schwer aus. Okay. Hier ist noch so ein Außenposten. Lager der Jäger. Leben die noch oder sind die tot? Ah, die scheinen noch zu leben. Okay. Okay. Oh, a new face. I haven't seen you before. Die haben alle die gleichen Gesichter. Das sollten die vielleicht noch mal ändern hier. Ich bin nur auf der Durchreise. And I'm in the woods. Is that how you want to talk? It depends on who's asking and why. Wurde gesagt, dass diese Anstecknadel Ersteres beantwortet und dass Wächter mir helfen sollen, wenn sie sie sehen. Yes, it's pretty. I know what it means, and I'm pretty sure I know where it came from. Mhm. Dann weißt du mehr als ich. That's for sure. All you need to do is take a walk around this place instead of sitting on your ass inside the horns like the other keepers. You say I'm supposed to offer you help? Well then, do you have questions? You can see I have plenty of time. It would be nice to talk to someone who's not a keeper. Mm-hmm. Okay. I don't meet many outsiders these days. So, hello. I'm Marg, a hunter in the service of the Horns of the South. Okay. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Everything is interesting around here. West of here, you'll find the sunken village. It was once the beating heart of this region. If you go northeast, you're bound to reach the Archspire. It's worth seeing its glory with your own eyes.
Was hat es mit dem versunkenen Dorf auf sich? It's long and glorious, but it doesn't end well. The Horns of the South used to be much more independent from Camelot. We had our own marketplace, artisans, and the best cuisine in the region. The rich and the mighty of Camelot came here in droves and left mountains of gold behind. Those with some decorum would pay their respects at the tomb of our keep's founder, Siwar Firstfoot. And then came the flood. Or rather, a wave. Angry and monstrous. It swept away the entire village along with all the inhabitants. Some people say the druids were responsible. I'd be more inclined to think that the village was built in a place that sooner or later would end up underwater. Meinst du, das neue Dorf ist weniger gefährdet? Our new village is placed between the rocks at the foot of a cliff instead of on a beach that's exposed from all sides. It's definitely safer. We can only hope that by rebuilding what we lost, we'll regain our former glory. Whether under Camelot's banner or any other, the people of the South deserve their own place. Mm-hmm. There's not much to tell. No one knows where it came from or what its purpose is. Everyone has their own theory, except me. I just enjoy looking at it. You should too. Der große Turm, okay. Ich würde gerne etwas von dir lernen. You aim, and then you shoot. Always sneak from upwind. That's about it. But I never refuse those who want to learn. Mhm. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? I'm self-sufficient enough not to have to ask for help. However, I suppose I could help you. Share some of the things I found during my hunts. Na, ja, der will was verkaufen. Nee, ich verkaufe dir was, Junge. So, die ganzen Felle und so. Wolfsfelle. Alle verkaufen, Junge. Ich brauche Kohle. Hirschfell, verkaufen. Leder brauche ich. Das Herstellungsmaterial steht da. Natürlich kann ich die Felle wahrscheinlich auch zu irgendwas verarbeiten. Aber ich gucke mir erstmal hier das an. Was habe ich hier noch zum Verkaufen? Die leichte Rüstung. Lederner Brustpanzer. Lederne Panzerhandschuhe. Lederhaube. Okay. Hier haben wir noch was. Ne, Syria Stiefel. Ja, ich wollte sie ja eigentlich verkaufen. Ja, ich wollte ja, dass es in gute Hände kommt. In gute Hände kommen. Mann. So, dann verkaufen wir das Zeugs hier. Bärenfelle. Und das war's. Boah, erstmal gut. Okay. So, ansonsten ist hier keiner. Ne, gut. Gehen wir auch schnell weiter. Weil wir haben jetzt schon eine halbe Stunde. Und die Burg ist da oben. Also ist nicht mehr weit. Oh, da ist wieder irgendwie so ein komisches Monstervieh. Mann. Hier scheint auch noch ein Dorf zu sein und so. Aber das werde ich dann in anderen Teilen mal unter die Lupe nehmen. Ich werde jetzt erstmal hier Richtung Burg gehen. Außer natürlich, hier sind wieder irgendwelche Banditen. Ah, hier war ich doch. Hä? Ich war doch schon mal hier. Ich habe doch alle platt gemacht hier. Hat mich das so weit vom Weg gebracht hier. Da vorne ist auch noch was. Keine Ahnung, was das bedeutet hier. Oh, hier ist eine Kiste, Alter. Eine Kiste. A treasure chest. With lots of gold. Münze, Bluttrunk und Streitkolben. Ach, komm, ich nehme auch trotzdem. Kann ich wieder verkaufen. So. Das müsste der große Turm sein, den die gemeint haben. Und keiner weiß, wo der herkam. Der sieht so ein bisschen aus wie von Herr der Ringe, der Turm. So. Und da vorne ist wahrscheinlich schon die Station.
meiner Hauptmission. So. Oh ja, sehr schön. Werden wir dann nächste Folge abchecken. Ich gehe nochmal gucken, was hier ist. Am Strand kann man vielleicht noch was Gutes finden. So. Alles klar, Leute. Dann werde ich jetzt hier das Spiel beenden. Wir sehen uns im nächsten Teil. Und dann schauen wir mal, ob wir da reinkommen. Bis dann. Ciao.